Wenn man heute an die Nacht denkt, agiert man oft noch mit den großen Vorurteilen der Jahrhunderte. Nacht ist böse, Nacht ist Krieg, Nacht, das sind die erotischen Frauen. Die Vorurteile, die sich damit verbinden, sind auch etwas, das wir in dieser Ausstellung auflösen wollten und darauf hinweisen wollen, dass es eigentlich einer Rettung der Nacht bedarf. Als Bauer oder Handwerker in der frühen Neuzeit, also im 16. Jahrhundert, hätte man die Nacht sehr viel feindlicher gesehen und ihre Erleuchtung durch Laternen, durch Fackeln, durch Straßenbeleuchtung sehr begrüßt. Heute haben wir die Möglichkeit, dort zu beleuchten und dort zu erhellen, wo wir wollen und wo wir uns dann aufhalten wollen. Und da hat sich natürlich schon einiges getan seit der Industrialisierung. Nachtarbeit, Nachtleben, das ist mehr dem Luxus und dem Genuss gewidmet. Und die Nachtruhe, in der der Schlaf im Vordergrund steht. Das sind die drei Möglichkeiten für Nacht. Viele technische Einrichtungen funktionieren 24 Stunden lang, ohne Unterschied zwischen Tag und Nacht. Die Leute haben also schon auch vom Volks- oder Aberglauben immer wieder das Negative auch der Nacht zugeschrieben, also mit Hexen und Geister und Dämonen. Das hat immer eine Rolle gespielt und die Leute haben sich dann speziell natürlich auch vor dieser Dunkelheit gefürchtet. Bestimmten Leuten, die sich auf verbotene Tätigkeiten spezialisiert haben, denen bietet die Nacht den Schutz der Dunkelheit. Also das ist jedenfalls die traditionelle Redeweise. Ob die Nacht heute noch eine privilegierte Zeit ist für sogenannte dunkle Machenschaften, möchte ich eher bezweifeln. Ich glaube, auch die zwielichtigen Gestalten leben eine 24-Stunden-Gesellschaft. Wir haben in den letzten zwei Jahrhunderten der Nacht sozusagen nicht nur ihre Mystik genommen, ihre Magie genommen, obwohl wir sie dauernd feiern, immer noch, sondern wir haben ihr sehr wohl die Ruhe oder eigentlich ihre eigenen Aspekte genommen.